Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit unserem Erfolgsformat Roast My Depot. Und ihr seht schon, endlich mal wieder live und heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem Frank. Und der wird sich gleich persönlich vorstellen, aber ich kann schon mal verraten, der Frank ist ein langjähriger, treuer Abonnent. Und da will ich gleich mal auch von Peter natürlich hier sagen und vom Team herzlichen Dank, dass du schon so lange dabei bist und herzlich willkommen. Gutes Produkt, dann ist man dabei. Gutes Produkt. Frank, freut mich sehr. Und noch mehr freut mich, dass du, ja, bist kein gebürtiger Münchner, aber lebst schon sehr lange in Giesing und bist jetzt hier mal ums Eck rumgekommen. Genau, so ist es. Sehr schön, freut mich. Und heute wollen wir dein Depot ja mal auseinandernehmen. Also der Frank ist mir natürlich sehr sympathisch, deswegen werde ich jetzt nicht ganz so hart sein. Ein paar Kritikpunkte habe ich aber schon. Ist ein sehr gutes Depot, das kann ich schon mal vorwegschicken. Frank ist ja auch schon ein erfahrener Investor. Alter, verraten wir jetzt nicht. Oh, stehe ich dazu. Stehst du dazu? Ja, muss ja nicht sein. Kannst du gerne gleich selber sagen. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor. Ja, hallo, Frank aus München, älteres Semester. Ich weiß, ihr habt eher jüngeres Publikum, deswegen habe ich mir gedacht, der alte weiße Mann kommt mal und erzählt ein bisschen aus dem Leben. 68er Jahrgang, so Ende der 90er Jahre mit der Börse beschäftigt, so wie viele. Deutsche Telekom war damals so das, nie besessen, aber das war sozusagen der Anlass, sich damit zu beschäftigen. Und seitdem bin ich begeistert mit dabei. Sehr schön. Also da hast du, glaube ich, vielen Zuschauern was voraus. Wobei, wir haben natürlich schon viele Junge, aber es ist, ich glaube, du bist jetzt auch nicht allein. Ich glaube, es sind schon einige Erfahrene dabei. Das merkt man auch immer in den Kommentaren. Und bei dir merkt man auch, du schreibst fleißig Kommentare und auch wirklich immer sehr, ja, kritisch, aber sehr höflich und sehr pointiert, klug. Und da merkt man, dass du ja erfahren bist, was drauf hast. Und immer wieder mal blitzt da auch was durch von einem gewissen Idol, von einem gewissen Costolani. Ab und zu kann ich mich daran erinnern, dass du da was geschrieben hast. Vielleicht kannst du uns da mal kurz was dazu sagen, was es mit Costo auf sich hat und ja, wie du auf ihn gestoßen bist damals. Ja, also neben Costo-Fan bin ich auch Harald Schmidt-Fan. Er ist zwar Württemberger und ich Badener, aber da schaue ich drüber weg. Und da kam der Costo mal als Gast und dachte ich mir, der hat ja einen riesen Auftritt hingelegt, dachte ich mir, das ist ja ein krummer Typ irgendwie, schon ewig alt und aber trotzdem jung im Geist irgendwie. Der hat da so ein Glas zerdeppert. Ich glaube, die einen oder anderen von euch haben das auch gesehen. Und dann habe ich mal das Buch gekauft von ihm. Und als gelernter Altenpfleger weiß ich ja, man muss nicht jeden Fehler selber machen. Man kann auch mal auf die Alten hören. Und ich glaube, das eine oder andere, einen oder anderen Fehler habe ich dann deswegen nicht gemacht. Ich habe immer noch genug andere gemacht, glaube ich, aber den einen oder anderen nicht. Und da bin ich ihm eigentlich bis heute sehr dankbar. Harald Schmidt ist ja auch Börsianer, das wissen ja viele gar nicht. Ja, fand ich früher auch mal lustig. Ist jetzt schon für die ganz Jungen, die fragen jetzt, wer ist Harald Schmidt? Einfach mal googeln, war früher ja eine große Nummer im deutschen TV. Ja, ist gerade schwierige Börsenphase. Wie erlebst du das? Gibt es vielleicht jetzt gerade auch was, wo du sagst, ja, da, auch wenn es vielleicht momentan ja, mich schon emotional mitnimmt, natürlich auch, was da sonst passiert, das, glaube ich, nimmt uns alle mit. Ja. Gibt es da gerade was von Costo, wo du sagst, ja, das hätte Costo jetzt gerade gesagt oder da hätte er vielleicht besonders drauf geachtet? Ich glaube, Costo, dieser berühmte Spruch mit den Schlaftabletten, auf die Langfristigkeit, glaube ich, gesehen. Krisen hat es immer gegeben. Jetzt haben wir eine vor der Haustür, deswegen ist die für uns sehr präsent. Ich glaube, der Amerikaner, der Argentinier oder der Chinese schaut da genauso drauf wie wir auf eine Revolution in Buenos Aires. Um das so ein bisschen einzuordnen, aber man ist natürlich schon angefasst von den Bildern. Also das ist schon brutal. Ja, es ist brutal und vor allem natürlich, wie du richtig sagst, die Nähe, die spielt da natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, obwohl es natürlich grundsätzlich keinen Unterschied machen sollte, aber es ist nun mal einfach der so. Der Mensch ist so, glaube ich. Genau, wenn es neben ihm kracht, erschrickt er einfach mehr, als wenn es weiter weg kracht. Nähe ist da auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Jetzt wollen wir doch mal auf dein Depot schauen. Vielleicht ganz kurz noch, hast du was geändert zuletzt oder ziehst du die Schlaftabletten durch? Also das hat jetzt deine Strategie oder dein Depot nicht unmittelbar beeinflusst, was jetzt passiert ist. Wegen der Krise habe ich jetzt mein Depot nicht verändert. Ich bin jetzt neulich mal in Fresenius rein. Das ist so mein neuester Zukauf. Aber ansonsten, ich habe 20 Jahre alte Dinger im Depot liegen, die damals noch anders hießen. Da kommen wir gleich dazu, sehr interessant. Und die lasse ich liegen. Und wenn ich das Gefühl habe, die Firma überlebt, dann bleibt die bei mir im Depot. Da bin ich relativ schmerzfrei. Da, glaube ich, können wir schon mal einiges vom älteren Semester, wie Frank selber gesagt hat, lernen. Ja, Langfristigkeit, Geduld, da können wir uns, glaube ich, immer grundsätzlich alle eine Scheibe abschneiden. Jetzt schauen wir mal drauf, blenden wir das mal ein. Das ist jetzt kein riesiges Depot, sind aber schon ein paar Positionen. Ich habe es jetzt hier mal schön geordnet. Du hast uns ja auch die Prozentzahlen hier mitgeteilt und da sehen wir einige
sind schon ein bisschen größer, die Positionen. Berkshire zum Beispiel 13%. Da sehen wir auch den TecDAX. Das ist die Position, die wir gerade schon angesprochen haben. Die ist sehr interessant. Das war nämlich mal noch was anderes. Hast du schon länger im Depot. Sprechen wir gleich drüber. Erzähl dir mal so der erste Eindruck, was Frank alles im Depot hat. Also eine bunte Mischung, aber ich glaube, man erkennt schon eine gewisse Richtung, dass du jetzt vielleicht nicht der große Zocker und Tech-Investor bist, das glaube ich, sieht man schon mal so ein bisschen. Wie würdest du denn deine Strategie so ganz grob jetzt mal überreißen? Also ehrlich gesagt, durch die Stadt gehen und denken, schön, dass du rauchst, schön, dass du dir was kaufst, schön, dass du telefonierst und im Hintergrund immer denken, ein Zehntel Cent davon kriege ich. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Peter Lynch, glaube ich, hat das so. Peter Lynch, auch tolle Bücher geschrieben. Super, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal die Green King, das war so eine Bierkette in England. Und immer wenn ich Barnaby geschaut habe und die sind ins Pub rein, da bin ich dann der Typ, der denkt, halber Cent geht wieder an mich. Aber die habe ich leider nicht mehr, die lief toll, hat tolle Dividenden gezahlt, aber so ein sehr reicher Mann aus Singapur hat die dann vom Markt weggekauft, zu einem guten Preis. Aber der traue ich eigentlich immer noch hinterher. So Aktien im Alltag, wo ich sehe, die Leute brauchen das und wenn der mal eine Kippe wegschnippt, bin ich auch nicht sauer, weil ich denke, solange es eine Marlboro oder eine Lucky Strike ist, alles gut. Sehr gut, gefällt mir sehr gut und oft sind ja die einfachen Dinge wirklich dann, die funktionieren. Das Einzige, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man sich übersieht, was die Leute gerne mögen. Zum Beispiel Netflix ist jetzt ein gutes Beispiel. Ja, mag irgendwie auch jeder, nutzt gefühlt auch jeder, trotzdem die Aktie ja jetzt zuletzt abgestürzt. Jetzt wollen wir uns dein Depot nochmal anschauen. Netflix hast du jetzt nicht im Depot, um Gottes Willen, das nur jetzt mal als Beispiel, dass man da natürlich mal aufpassen muss. Schauen wir mal drauf, sehen wir nochmal die Verteilung hier, so ein bisschen habe ich hier schön bunt eingefärbt. Also hier, schau mal, ein Meisterwerk, oder? Schön, habe ich noch nie so gesehen. Excel kann ich, Wahnsinn, ja. Peter, schau mal hier, das ist doch wirklich ein Gedicht. Seht ihr vielleicht nochmal ein bisschen besser so die Verteilung und da sehen wir natürlich hinten, da werden dann natürlich gewisse Positionen auch schon etwas kleiner. Vielleicht noch ganz kurz zur Strategie. Spielen Dividenden eine Rolle? Weil du hast ja schon durchaus einige Werte, die ja eher so nach Dividenden sammeln, sehr stabil aussehen. Und hast du auch Sparpläne oder ja, ist das? Ich habe keine Sparpläne. Okay. Ich sammle an, wenn was da ist, dann investiere ich. Meine Strategie ist eigentlich in schlechten Zeiten, wo ich denke, es läuft nicht so gut, ist meine einzigste Strategie eigentlich bloß dann eben nicht zu kaufen, sondern Geld anzusammeln. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, es läuft wieder, dann zu investieren. Aber müsstest du nicht rein, wenn es richtig schlecht läuft, gerade dann nachkaufen? Ja, also ich habe, ähnlich wie bei Costolani beschrieben, ich habe das gemerkt, ich habe 2001, 2002, da halbiert sich so ein Depot auch mal. Und da habe ich gemerkt, dass es bei mir so kribbelt und zwar gar nicht unangenehm, sondern ich dachte da irgendwie, klasse, jetzt läuft's, gucken, wo die Kohle herkommt und reingehen. Ich bin da so ein, ich habe da in der Beziehung keine Panik. Also Geld ist für mich kein Volkswagen, sondern das sind für mich Einheiten und die sind mal unten und mal oben, aber im Endeffekt zählt, wie viele Anteile sind im Depot und wenn das Depot wächst, ist es mir erstmal egal, was der Wert ist, was der Markt mir denn für einen Wert dafür hergibt. Ich habe das Gefühl, in 10 Jahren schaut es gut aus und dann ist es für mich okay. Auch wichtiges Learning, glaube ich, dass man das trennt von den Emotionen und nicht, wenn es jetzt mal das Depot um 100 Euro runterrutscht, dass man gleich denkt, oh, jetzt bin ich pleite, sondern gewisse Distanz, also erstens emotional und dann auch zeitlich, dass man das so ja, auch 5 oder 10 Jahre, wie du sagst, in die Zukunft dann gedanklich schon mal transportieren kann. Jetzt bist du ja erfahren und hast damals, du hast es gerade schon beschrieben, das ja auch miterlebt damals als T-Aktie, ich glaube 96 kam die raus, oder? Ja, als es sehr großen Hype gab, ich kann mich als Kind tatsächlich noch daran erinnern, da war ich noch nicht investiert, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, gefühlt jeder, der Nachbar, der Vater hat das wieder, war Wahnsinn damals. Das war Wahnsinn, das hat man selbst als Kind schon, da war ich ja gerade mal, wie alt war ich da, 9 Jahre alt und selbst da hat man das schon voll mitbekommen, also das spricht schon dafür, was das für ein Hype war. Vielleicht nochmal ganz kurz, was hast du da für Lernen rausgezogen und auch Vergleich zu heute, jetzt hören wir schon seit 2, 3 Jahren, oh, das ist wie 2000 oder wie Ende der 90er. Siehst du da Parallelen oder würdest du sagen, das ist ganz was anderes? Das ist, finde ich, ganz was anderes. Also damals war wirklich jeder, also selbst Verwandte, Bekannte, wo ich gedacht habe, also nie und nimmer, war dann die Telekom auch viel zu konservativ. Ja? Da ging es dann gleich mit Scheinen los, Optionsscheine und so weiter. Das war irre und wirklich jeder. Also ich
Heutzutage ist man eigentlich immer noch, Mission Money ist bekannt und so, aber man ist immer noch deutlich in der Minderheit als Aktionär, wenn man jetzt mal die ganzen Fonds und so rausrechnet und vielleicht die Aktienbeteiligungen von Versicherungen, wo man dann irgendwie was hält über die Allianz oder was weiß ich was, sind wir immer noch sehr in der Minderheit und damals war wirklich jeder dabei. Also dann haben wir da schon mal einen Unterschied. Hast du Cash zum Nachkaufen jetzt nicht direkt, oder? Ich glaube, das habe ich jetzt richtig verstanden. Du sammelst dann mal ein bisschen an und wenn dann sich Möglichkeiten ergeben, dann kaufst du nach. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du hast jetzt einen fixen Cashbestand, der muss jetzt immer 20% sein oder 30% oder variierst das je nachdem. Wenn es steigt, verkaufst du mal, baust dann Cash auf. Also du hast jetzt kein festes System. Ich habe kein festes System. Mein System ist eigentlich immer, Time in the Market ist besser als Time in the Market. Ich bilde mir nicht ein, zu wissen, was morgen ist an der Börse. Ja, die Netflix-Aktionäre wissen das, was über Nacht passieren kann. Ich habe keine Ahnung, was morgen ist. Und ich investiere, wenn Geld da ist, dann geht's rein. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist sehr euphorisch, ich lese gerne die Kommentare unter euren Videos, auch unter anderen Videos, da kann man viel raushören, so von der Stimmung her, dann halte ich mich auch mal zurück und denke mir, jetzt ist nicht die Zeit. Aber eigentlich bin ich meistens voll investiert. Sehr gut. Ich glaube, das Thema Strategie können wir abschließen. Da kann man jetzt davon halten, was man will. Da kann man immer drüber streiten. Aber ich glaube, du weißt genau, was du tust. Ich glaube, da kann man jetzt nicht viel kritisieren. Du hast, finde ich, du hältst es einfach. Und das ist wahrscheinlich meistens, wie du sagst, Time in the Market ist im Zweifel immer besser. Also besser als irgendwelche ausgeklügelten Systeme. Ich glaube, da bist du vielen schon, auch wenn es einfach sein mag, vielen, glaube ich, schon sehr weit voraus. Ja, also der Peter Blöd, der ist ja mit dem Tennis zusammen, der würde jetzt sagen, wahrscheinlich ein solides Grundlinienspiel, lange Bälle auf die Linien hinten, da kann man auch Weltranglisten Nummer 1 werden. Mats Wilander war da mein großes Vorbild. Man muss nicht den Zampa nur am Netz machen und das ist nicht meine Art. Und man muss so die Art, wie man investiert, die muss zu einem passen. Und unbedingt. Dann hält man auch schlechte Zeiten super gut durch. Finde ich super, gefällt mir sehr gut. Schreibt mal in die Kommentare und gebt auch gerne einen Daumen hoch, wenn ihr Frank da unterstützt. Ich glaube, da kann man nur beipflichten. Und Peter, ja, ab und zu, auch wenn das Grundlinienspiel gut ist, kommt mal ein Stopp, so wie jetzt die Krise. Da kommt Peter dann auch nicht hinterher, aber gut, das muss man dann auch einfach mal verkraften. Jetzt kommen wir zur Streuung. Da würde ich jetzt mal sagen, auf den ersten Blick, blenden wir es gleich nochmal kurz ein. Das passt, würde ich sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass du da groß in Probleme kommst. Ich glaube, das Depot ist jetzt groß genug. Aber es gibt vielleicht zwei, drei Punkte, die man kritisieren kann. Was mir gut gefällt und was mir grundsätzlich immer gefällt, dass du wirklich schöne Langweiler im Depot hast, sowas wie Church & White. Das ist ja auch eine geile Aktie. Die habe ich jetzt nicht im Depot, aber das ist eine, über die ich immer wieder stolpere. Ich glaube, die gibt es seit 1848 oder so. Ewig, mit diesem Backpulver angefangen und so. Auch coole Story. Also sowas ist mir generell schon sympathisch. General Mills, also wirklich so richtig schöne Langweiler. Und Langweiler meine ich jetzt aber nicht negativ, sondern im Gegenteil sehr positiv. Was mir jetzt bei der Streuung aufgefallen ist, du bist schon sehr deutschlandlastig. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so der klassische Homebuyer ist. Du hast ja Ahnung, nicht, dass dir das jetzt zufällig passiert ist, aber 24%, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, wir können es mal kurz einblenden hier, der TecDAX mit 7%, Allianz 4%, Atos, BASF, Helmer, E.ON, Encavis, Fresenius, also das sind 24%, ein Viertel, das ist schon sportlich. Also Deutschland, weiß ich ja, sehen viele Zuschauer eh kritisch. Ich glaube, wir in Deutschland sind oft zu kritisch mit uns selber, aber wenn man jetzt mal das Gewicht von Deutschland so in der Welt sich anschaut, 24% ist schon ein bisschen viel, ja. Oder? Die Ausländer wissen, was sie an deutschen Aktien haben. Ich glaube, die wenigsten Aktien oder Aktienbesitzer sind Deutsche an deutschen Aktien. Das ist fest in ausländischer Hand. Liegt natürlich auch daran, dass der TecDAX, den habe ich schon ewig und die Allianz auch. Also die haben sich natürlich auch entwickelt und ich verkaufe nicht und dann steigt es auch im Depotwert. Die Helmer ist kein deutscher Wert, das heißt nämlich Halma. Das ist ein englischer Wert, das ist so ein Halma PLC. Die machen so, das geht schon eher wieder in Richtung Technik. Analyse, Software. Ich hätte vorher fragen sollen, weil ich habe mir, stand nämlich Halma drin und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich ist das Helmer und habe das einfach mal, okay, sorry, dann habe ich gedacht, Helmer, also Halma gibt es auch, ja. Hätte ich nochmal nachfragen sollen, aber haben wir das jetzt auch geklärt, hätte man gedacht, Helmer Eigenheimbau hätte vielleicht auch zu dir passen können. Gut, also dann hast du Deutschland, korrigiere ich mich, hast du nicht 24, sondern nur 22%. Also haben wir da schon mal Boden gut gemacht, aber immer noch 22%, ganz schön viel. TecDAX, das ist das Produkt, wo wir vorher gesagt haben, das hieß früher sogar noch anders. So lange hast du das schon. Ich habe damals hieß der Index NEMAX 50, das Teil hieß NEMAX All Share, glaube ich, damals.
Ich habe mir am neuen Markt, Gott sei Dank, danke an Costolani, keine blutige Nase geholt, dachte aber, die Tech-Werte, ich kann sie schlecht einschätzen. Ich bin ganz schlecht, für mich ist immer wichtig ein Burggraben. Mhm. Den kann ich bei Technologie nicht, ehrlich gesagt nicht einschätzen, auch bei ganz großen Werten nicht. Ich weiß nicht, was Amazon nicht könnte oder Microsoft nicht könnte, was andere können. Deswegen bin ich da eher zurückhaltend. Aber dann habe ich mir gedacht, dann lege ich mir ein ETF rein in so Wachstumsunternehmen und hat sich ausgezahlt. Aber bist du dann nicht mal auf die Idee gekommen, auch mal, also ich finde den Ansatz gut und auch, dass du sagst, ich streue da breit, weil ich keine Ahnung habe oder beziehungsweise, was heißt keine Ahnung, aber das vielleicht nicht ganz so gut einschätzen kann. Aber warum nur der Tech-DAX? Also da sind ja gute Unternehmen drin, ist ja auch super gelaufen anscheinend bei dir, mhm. Vor allem der Zeitpunkt ist natürlich genial. Aber warum nicht zum Beispiel mal ein Nasdaq? Also Technologie ist ja in Deutschland nicht schlecht, aber soll ja zum Beispiel in den USA oder anderen Ländern auch nicht so schlecht sein. Ja, muss man im Hintergrund sehen, heute diese Hype-Aktien, so wie Microsoft oder so, der habe ich auch 15 Jahre beim Seitwärtstrend zugeschaut. Das stimmt, also, die ist lang schlecht gelaufen. Das ist mal eine Generation, ja. Das hinterlässt auch Spuren im Kopf. Mhm. Und es war damals eine absolute Hassaktie. Jeder hat den Gates gehasst und was weiß ich was. Und da habe ich mir gedacht, ob das so nachhaltig ist. Ich habe mir damals eine Cisco reingelegt, der habe ich genauso 15 Jahre beim Seitwärtstrend zugeschaut. Die zahlt wenigstens inzwischen Dividenden. Wie gesagt, bei Technologie tue ich mich schwer mit dem Burggraben. Das ist für mich das A und O als Buffett-Jünger auch. So eine DocuSign zum Beispiel ist mir mal im Kopf rumgeschwirrt, aber dann habe ich gedacht, was kann Adobe mit Adobe sein? Nicht, was die können. Und wenn es Microsoft einfällt, dass man damit Geld verdienen kann, dann machen die das genauso gut mit ihrer finanziellen Power. Deswegen ist eine Aktie, bei der ich tatsächlich genauso denke wie du, die ist ja auch gut gelaufen, ist auch so ein Fall von mir, wo ich sage, okay, funktioniert gut, aber ja, können andere auch. Jo. Also so ein bisschen wie bei Netflix, auch wenn man jetzt an die Konkurrenz denkt. Also Netflix redet sich jetzt auch leicht, ist ja auch ein super Produkt, gute Marke, aber ja. Burggraben, glaube ich, auch nochmal, was du heute zu Recht angesprochen hast, auch immer ein wichtiger Punkt, worüber man sich unbedingt Gedanken machen sollte. Tabak ist mir aufgefallen, hast du zwei gleich drin? Mhm. Warum gleich zwei? Einfach, weil du jetzt. Also, die Altria habe ich schon ewig und drei Tage. Okay. Weiß ich gar nicht mehr, wann ich die gekauft habe. Ich glaube, da gab es inzwischen mehr Dividenden als mein Kaufkurs damals. Und irgendwann hat leider mein Sohn zu rauchen angefangen. Und dann, dem seine Lieblingsmarke war die Lucky Strike. Und dann habe ich mir die BAT einfach mal angeguckt, was die so für Marken haben. Und der BAT ist halt einfach so eine weltweite Geschichte. Altria ist inzwischen ja nur Amerika. Mhm. Hat mir damals gut gefallen, weil die auch noch die SAB Miller hatten. Jetzt ist das eine InBev, glaube ich. 10% halten die noch an der, so ein bisschen Bier mit dabei. Also so sündigen Aktien bin ich grundsätzlich nicht abgeneigt, muss ich gestehen. Und zwei Zockerwerte hast du auch drin. Also ja. Da sieht man, da hältst du dich zurück. Also es sind schon ein paar, die man jetzt auch ein bisschen als riskanter einstufen könnte. Aber Nokia und Mynaric sind mir jetzt aufgefallen, sind natürlich auch kleine Positionen, muss man jetzt auch sagen. Die eine macht 0,5% aus. Mynaric, ganz interessant, die war ja auch mal zwischendurch richtig gehypt. Jetzt ist sie relativ weit unten. Ja, habe ich mir jetzt auch mal auf die Watchlist wieder genommen. Ja. Kann man sich mal genauer anschauen. Und Nokia, ja, kann man jetzt als Zockerwert sehen, ist ja berühmt geworden wie GameStop und AMC. Was versprichst du dir von den beiden Werten? Also Mynaric war ich einfach mal vor Ort hier, das ist ja eine Münchner Geschichte, ich glaube, Gerrit Ried, habe mir die Hauptversammlung angeschaut und mich hat das irgendwie überzeugt, das Produkt. Und kann natürlich, das ist so ein Wert, der läuft toll oder geht auf Null. Also das ist mir auch klar. Aber ich fand die Geschichte einfach gut und ich glaube, die Cathie Wood hat es inzwischen auch ins Depot genommen, weil der Thiel gemeint hat, mach mal. Das spricht eher dafür, dass man es verkaufen sollte. Genau, da muss man ja, genau. Aber die wird jetzt zur Zeit viel gescholten, deswegen ist es schon wieder anderes Kontraindikator. Erst wurde sie gehypt, jetzt wurde zu viel draufgehauen. Das und recht, der Nokia bin ich einfach verbunden, die habe ich relativ früh gekauft, auch Ende der 90er. Ah, okay. Na gut. Und die hat sich unglaublich gut entwickelt und ich habe vom Beruf her bin ich Altenpfleger, ich hatte nie viel Geld. Und damals hat sich, es war kein Ten-Bagger, aber es hat sich vervielfacht. Und Nokia ist eigentlich da hatte ich endlich mal so ein bisschen Geld in der Hand und konnte dann, habe das meiste damals schon verkauft und habe dann diversifiziert, so ein bisschen Pharma und ein bisschen, und das ist einfach, was übrig geblieben ist. Mhm.
Und inzwischen zu dem Preis, die Netzwerktechnologie, die wird gebraucht und die lasse ich drin. Das ist so eine völlig irrationale Geschichte, wo ich sage, danke Nokia für früher. Ganz rausschmeißen konnte ich sie irgendwie nicht. Auch mal, was jetzt vielleicht auch zu kurz gekommen ist, was ich auch am Anfang schon hätte sagen können wollen. Großen Respekt, du hast es gerade gesagt, Altenpfleger, also generell schon mal für diesen Beruf. Ich glaube, der ist bei uns leider, wie viele andere Pflegeberufe oder sehr wichtige Berufe, unterschätzt, auch ja, zu schlecht bezahlt. Ja. Und trotzdem hast du es geschafft. Großen Respekt, ja, an der Börse zu sein und das schon lange, dir da was aufzubauen. Also da sieht man auch, ja, dass es auch nicht Reichtum braucht, um an die Börse zu gehen. Und ja, großen Respekt dafür. Ja, danke. Viel schlimmer war noch, oder wo ich richtig Angst hatte, als das erste Kind kam, 94. Mhm. Da hat man dann, denkt man dann schon, also da dreht man wirklich alles dreimal rum. Ich lebe relativ bescheiden, ich fahre nicht großartig weg, wenn ich mich nicht gerade mal meinen Vater nach Alaska mitnehme zum Angeln. Oh, das ist aber toll. Ansonsten lebe ich eher genügsam. Ja, ich bin so wie der Costo in so einem abgerissenen Mantel, der sich mal gerne einladen lässt. Aber ansonsten lebe ich eigentlich genügsam und dann klappt es auch. Sehr toll. Also ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Vorbild, ja, für viele da draußen. Und ja, das zeigt auch mal wieder, dass es dann keine Ausreden gibt, wenn man wirklich will und wenn man diszipliniert ist. Um das jetzt vielleicht abzuschließen, das Thema, also ich meine so ein, zwei Zockerwerte, ich will dich da jetzt gar nicht reinquatschen, um Gottes Willen, aber ich meine so kleinere Positionen, so also 2-3, so mit 0,5% könnten da ja noch reinpassen. Also wenn du noch 2-3 Mynerics findest. Ja, bin ich grundsätzlich nicht abgeneigt. Ich weiß nicht, auf was du ansprichst, wahrscheinlich so eine Teladoc oder eine Trade Desk oder eine Atos. Genau, ja. Ja, du hast schon ein paar, die so ein bisschen natürlich riskanter sind oder Rendite versprechen, aber vielleicht 1, 2, 3 wirklich, wie gesagt, kleine Positionen. Mhm. Vielleicht noch zockiger, wo man sagt, okay, entweder 0 oder 100 halt quasi. Also ich habe meine Watchlist im Kopf. Da ist jetzt zurzeit gar nichts Zockiges dabei. Okay. Aber grundsätzlich, ich lese relativ viel, ich schaue relativ viel im Internet nach und so. Da fliegt dann immer was vorbei und dann ist man erstmal begeistert, dann penne ich 3 Nächte drüber. Und wenn ich das Gefühl habe, passt, dann kommt das Ding rein, ja. Sehr gut. Kannst du noch was verraten, was auf deiner Watchlist vielleicht noch steht gerade? 1, 2 Sachen, das finden die Leute sicher spannend. Also zurzeit eine Zotys, ich hoffe, man spricht sie so richtig aus. Das ist so Tierarznei und so. Das ist Zoetis, glaube ich, geschrieben. Ja? Zoetis, genau. Da es amerikanisch ist, nehme ich mal eine Zoetis, ich weiß es nicht. Immer zu teuer, genauso wie die Church & White oder eine Dennehart. Sachen, die man sich nie ins Depot legt, weil sie immer zu teuer sind. Aber an so Sachen wie Church & White habe ich gemerkt, manchmal muss man einfach den Preis bezahlen. Mhm. Und es rechnet sich dann auch. Aber das wäre jetzt zum Beispiel was ich noch im Hinterkopf habe. Ja. Und grundsätzlich, wo ich nicht viel Verständnis dafür habe, beziehungsweise nicht viel Verstand von Verständnis, diese Gambling-Geschichten und auch Internet-Security, das würde ich aber dann über einen ETF machen. Mhm. Weil ich da bilde ich mir nicht ein, zu wissen, wer da läuft. Aber das wäre ja dann eine Idee, dann hättest du ja vielleicht so ein bisschen international Tech, was ich vorher meinte, da vielleicht zum Beispiel so ein IT-Security. Zukunftsmärkte, ich kann sie nicht konkret einschätzen, aber ich finde, man muss sie im Depot haben und das sind so Geschichten, die habe ich im Hinterkopf. Da wäre dann ETF super. Gut, ländermäßig, klar, da bist du natürlich sehr, sag ich mal, limitiert, das muss jetzt auch gar nicht unbedingt schlecht sein. Ich finde es jetzt auch immer schwierig zu sagen, du musst jetzt unbedingt Emerging Markets, du musst jetzt China, hat man jetzt auch zuletzt gesehen, China ist jetzt auch nicht unbedingt der Bringer gewesen, aber hast du da vielleicht noch irgendwie Ambitionen, vielleicht noch so ein bisschen breiter zu gehen oder auch bei Branchen, ich meine, du hast ja schon viele Branchen drin, ich glaube, das reicht jetzt grundsätzlich, aber klar, so was zum Beispiel wie E-Commerce oder so, ja, Tech, landen wir wieder beim Tech-Thema auf, wenn das natürlich vielfältiger ist, vielleicht, da könnte man sicherlich vielleicht ein bisschen China, Russland, Brasilien, das war vor 10, 15 Jahren, war BRIC, das Zauberwort. Ja, das war der Wahnsinn. Ehrlich gesagt, viel gelaufen ist da nicht, wenn man da mal ins Depot reinschaut. Ich möchte meine Entscheidungen eigentlich nicht von Entscheidungen irgendwelcher Politiker abhängig machen, wenn dem Xi Jinping einfällt irgendwie, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und dann kracht Alibaba oder Tencent runter. Außerdem gibt es da eh nur ADRs, die irgendwo auf den Kaiman oder was weiß ich was dominiert sind. Also das ist eher nichts für mich. Ich habe ja ganz viele große internationale Geschichten drin und damit spielt man eigentlich auch die Emerging Markets. Also für mich ist eine Colgate oder eine Procter auch eine Emerging Market Aktie.
Auf jeden Fall. Nee, da hast du völlig recht. Das muss man natürlich auch mal so sehen. Brick ist ein guter Punkt. Ja, das war dann, ich glaube, so 2008, 2009, 2010 oder so. Die, ganz heißer Scheiß. Ja, und da haben sich auch wieder viele Leute die Nase verbrannt. Ja, früher rauf und runter. Das war überall auch in SZ und alles ständig Brick, ja. Brick, Brick. Ja, das, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja, da ist, wie du richtig sagst, nicht so viel unbedingt gelaufen. Hast du noch andere Asset-Klassen irgendwo? Gold, Immobilien, Bitcoin oder ganz was anderes generell, irgendwie Edelmetalle oder sowas? Gold habe ich immer so ein paar Münzchen, sage ich mal, einfach weil es sich gut anfühlt. Und in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, wenn es brutal gekracht hat, habe ich Gold verkauft und alles in Aktien reingeballert, auf der Suche nach dem Cash. Und dann habe ich irgendwann wieder von den Dividenden mir das Gold wieder zurückgekauft. Bin jetzt kein Goldfanatiker, aber ich finde so ein Stückchen Gold. Man hat immer einen schönen Anzug dafür gekriegt und das wird auch in den nächsten 100 Jahren so sein. Krypto kann ich nicht einschätzen, da bin ich zu doof dafür, muss ich ehrlich sagen. Boah, ich weiß nicht, ob das was mit doof zu tun hat. Ja, also so man löst irgendwelche Rechenaufgaben, man hat eine Mordsstromrechnung, das ist so das, was bei mir Krypto ist. Das ist so, damit du weißt, wie viel ich davon verstehe. innerer Wert, glaube ich, null. Also das ist doch das sozusagen der Wert, den man ihm zutraut, ähnlich wie bei Papiergeld. Da habe ich es, glaube ich, eher mit Buffett. Da bin ich nicht so dabei. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass Costa dabei gewesen wäre. Obwohl, der hat auch viel gezockt. Ja, vielleicht ein bisschen mit Spielgeld, klar. Man sollte man auf jeden Fall, ja, also ich glaube, zu hoch Gewicht im Depot sollte man es dann im Zweifel. Ich schaue schon nach. Also ich habe diesen Beckers Podcaster, den Jan Becker, höre ich schon zu, um mich da ein bisschen weiterzubilden, weil nichts Schlimmeres als eine Meinung zu haben und daran festzuhalten. Ne? Also da informiere ich mich schon, aber würde ich jetzt nie kaufen, wenn dann auch über Leute, die sich damit auskennen. Was weiß ich, welcher Coin durchkommt, welche Plattform und so weiter. Da verändert sich so viel, das weiß der Bäcker und Konsorten besser als ich und dann zahle ich mal die 2% oder so und dann lasse ich die das machen. Und jetzt wissen wir auch, warum im Crash Gold dann doch mal fällt, weil Frank dann sein Gold verkauft für einen neuen Anzug und für neue Aktien. Jetzt haben wir das auch geklärt. Also bei der Streuung finde ich auch gut. Ich glaube, man kann jetzt gegen dein Depot da nicht viel sagen. Du kannst sicherlich noch theoretisch, die Frage ist, ob es sein muss. Also man kann sich auch kaputt streuen. Also ich glaube, man muss es nie übertreiben. Da gibt es ja auch immer einen Grenznutzen. Also ich glaube, es braucht keiner ein Depot mit 100 oder 200 Aktien, das ist dann einfach nur unübersichtlicher und mehr Arbeit. Da kann man dann wahrscheinlich gleich mit ETFs arbeiten. Aber wie gesagt, klar, kann man ein paar Punkte abziehen für dieses hohe Deutschlandgewicht, klar. Und wie gesagt, dann vielleicht auch Tech nur Deutsch. Klar, da gibt es sicherlich auch noch andere Chancen. Und du hast ja selber schon gesagt, du hast ja da auch noch ein paar auf dem Zettel. Apple habe ich über Berkshire. Genau. Und da bist du natürlich auch nochmal gestreut. Nicht zu knapp, muss ich sagen. Also ich glaube, die Apple-Positionen, wären, glaube ich, auch schon ein paar Prozent in meinem Depot, dadurch, dass Berkshire so hoch bei mir drin ist, habe ich wenigstens die Apple dabei. Da hast du auch nochmal, genau, ist ja die größte Position in deinem Depot mit 13%, glaube ich, auch nochmal ordentlich gestreut. Also ich glaube, das ist insgesamt, also kannst du auf jeden Fall ruhig schlafen. Also ich glaube, da müssen wir das keine Sorgen machen. Das ist das Wichtigste, deswegen auch Dividenden, gerade in fallenden Zeiten beruhigt sowas und dann steht man das viel besser durch. Also Dividende gar nicht als Wert an sich, sondern als Beruhigungsmittel in schweren Zeiten finde ich Dividenden unschlagbar. Sehr gut. Jetzt haben wir noch zwei, drei Aktien, über die wir vielleicht sprechen können. Ich habe mir jetzt hier TechDAX notiert, haben wir schon drüber gesprochen, Mynaric auch, Nokia auch. BASF, ich vermute mal, die hast du auch schon länger im Depot wahrscheinlich, oder? Gar nicht so lange. Gar nicht so lange. Ich glaube 4-5 Jahre. Ja, für mich jetzt nicht so lange. Bin gut im Minus damit, aber die haben auch gute Dividenden gezahlt, muss man dazu sagen. Ich glaube, mit der ganzen Strom-Gas-Geschichte, das lastet schwer auf BASF. Kannst du dann noch ruhig schlafen? Denn das wäre ja, wenn dieses Gasembargo kommt, für BASF wahrscheinlich nicht so gut. Das wäre für die überhaupt nicht gut, aber ich glaube, dass das in den Preisen aktuell drin ist. Deswegen ist er auch so billig. Und ich glaube nicht, dass BASF pleite gehen wird. Also vorher, also man grundsätzlich, warum bin ich in Aktien und nicht in Anleihen? Ich glaube, dass bevor BASF oder Allianz pleite ist, ist Deutschland pleite, ganz ehrlich. Also die Staaten sind schon öfters pleite gegangen als diese Unternehmen. Und kein Staat der Welt würde ein Unternehmen wie BASF pleite gehen lassen. Das glaube ich auch, da bin ich bei dir. Aber ob es ganz in den Kursen schon drin ist, puh, da wäre ich mir jetzt nicht sicher. Auch beim DAX, also ich glaube, wenn das Gasembargo kommt,
Ja, da glaube ich, können schon noch mal ein paar Panikverkäufe geben. Es ist sicherlich schon in gewisser Weise drin ein bisschen, aber ja, da glaube ich, könnte man dann vielleicht noch mal BASF ein bisschen billiger kriegen. Aber gut, ist natürlich auch Spekulation. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ähnlich so wie in den 70er Jahren jetzt bei der Inflation, dass es 3, 4, 5 maue Jahre werden. Kann ich mir schon vorstellen. Aber gerade für eure jüngeren Zuschauer ist das eigentlich super. Gute nicht, Schule. Nicht gucken, wie es Depot runtergeht, sondern denken, jetzt kann ich einkaufen die nächsten 3, 4, 5 Jahre. Im Kaufhof würde ich es ja auch machen, wenn da alles überall Prozentzeichen dranhängen. Und bei manchen Aktien, ja, da kann man sich ja nur wünschen, dass es mal wieder ein bisschen sogar runtergeht. Du hast vorher schon gesagt, es gibt natürlich gewisse Aktien, da, ja, Deere ist zum Beispiel auch so ein Klassiker, die man schon seit Jahren auf dem Zettel hat. Ja. Und hat sich da schon gedacht, es ist zu teuer, jetzt steht es ja, gefühlt 100, 200% höher. Jetzt denkt man sich, ja, jetzt kann ich es auch nicht kaufen. Ja, manchmal muss man da vielleicht mal rein und dann natürlich, wenn es fällt, vielleicht mal ein bisschen nachkaufen. Manchmal muss man, ja, es geht nicht anders. Die Church & Dwight hätte ich heute noch nicht. Ja. Ich habe damals auch wirklich mit, hat wehgetan, das Ding zu kaufen, aber es war im Nachhinein die richtige Entscheidung. Manchmal muss man rein, ja, das können wir auch so stehen lassen. Fresenius hast du auch im Depot, die hatte ich auch mal. Dann hatte ich sie im Crash nochmal nachgekauft, habe da ja, ganz gut was mitgenommen und dann bin ich aber raus. War im Nachhinein die richtige Entscheidung, denn sie steht jetzt eigentlich 2 Jahre danach genau da, wo sie damals stand. Da hat sich nicht viel getan. Eigentlich, denke ich mir auch mal, müsste die endlich mal steigen, aber da wartet man jetzt auch schon 2 Jahre drauf. Du glaubst dran? Ich glaube dran. Vom Beruflichen her habe ich so ein bisschen Hintergrund. Das ist ein tolles Geschäftsmodell. Man sagt immer, die nutzen die Nierenkranken aus, die Kohle greifen die da ab. Ohne die würden die nicht überleben, muss man sagen. Die betreiben Krankenhäuser, gibt es auch Diskussionen, muss sowas privatwirtschaftlich sein? Ich finde schon, jeder, der mal in einem öffentlich-rechtlichen Krankenhaus, städtischen Krankenhaus gelegen ist, weiß, dass es da auch nicht nur gute gibt. Und die haben ja noch Geschäft nebenher, Lösungen, die man den Leuten verabreicht. Kabi, glaube ich, ist der Überbegriff. Da bin ich mittelfristig positiv. Ich habe der renne ich auch schon 15 Jahre hinterher, die war immer zu teuer. Das war Wahnsinn. Ein kleckeres Betrag an Dividende gezahlt, damit man da auch in der Liste drin steht. Aber sie haben immer erhöht, das muss man ihnen lassen. Sie haben immer erhöht, ja, 0,8, 0,82, 0,85. Da bräuchte es mehrere Leben, bis man da mal auf was Normales kommt. Zurzeit, glaube ich, sind es 2,5. Das ist für die, aber halt bedingt durch den Kursverfall, nicht, weil es so eine tolle Aktie ist, weiß ich. Aber mittelfristig, da gucke ich 10, 15 Jahre nicht mehr da rein. Ist mir völlig egal. Ich glaube, die überleben und das ist für mich das der Hauptgrund. Was überlebt, wird gekauft. Also sicher, auch ein guter Haus, der Sprüche raus, Wahnsinn. Könnt ihr alle mal hier notieren. Das sind hier Weisheiten, die hätten Costo, glaube ich, auch gefallen. Also Mynaric, Fresenius, sehe ich mal 2 Aktien momentan, die nicht extrem gut gelaufen sind zuletzt. Also vielleicht mal 2 auch für die Watchlist für euch zu Hause, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, da kaufe ich jetzt viel zu teuer. Was haben wir denn noch Spannendes? Gut, du hast ja auch Energie ganz gut abgebildet. Hier Shell hast du drin, E.ON hast du drin, Encavis hast du drin. Also das Thema, glaube ich, ist auch im Depot ganz gut abgebildet. Carnival, hast du die gekauft nach Corona oder hast du die auch schon länger? Die habe ich nach Corona gekauft und war unglaublich stolz auf meinen niedrigen Einstiegskurs. Und dann haben sich nochmal halbiert, glaube ich. So viel zum Thema, ich weiß, dass ich nichts weiß. Deswegen Buy and Hold Anleger, der hofft dann auf die Langfristigkeit. Solange die nicht pleite gehen, und ich glaube, das werden sie nicht, spielt denen einfach in die Karten, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, die das gerne machen. Inzwischen glaube ich sogar Jüngere mit AIDA und so, sind inzwischen auch voll mit Jungen. Die bauen gerade ihre Schiffe um, dass das alles ein bisschen umweltfreundlicher wird und so. Das wird wieder kommen, genauso wie diese ganze Tourismusgeschichte wieder kommen wird. Ich glaube sogar, dass es Nachholbedarf gibt und die vielleicht sogar ganz anders hinlangen werden, als sie noch vor 5 Jahren hingelangt haben. Also da habe ich jetzt auch keine Angst, dass das nichts wird. Die Normalisierung geht dann meistens schneller, also auch in der Pandemie. Das nimmt ja alles vorweg, das ist es ja. Und wie sagt Costolani, wenn du den Weizen nicht hast, wenn er fällt, dann hast du ihn auch nicht, wenn er steigt. Und das ist bei der Aktie auch nicht anders. Genau. Kommen wir langsam zum Ende. Gibt es 1, 2 Aktien, wo die bei dir vielleicht auf der Kippe stehen, wo du sagst, also da überlege ich vielleicht mal, die zu verkaufen? Oder bist du von jeder 100% überzeugt? Also ich bin nicht von jeder 100%ig überzeugt. Immer gute Zeiten, schlechte Zeiten gibt es ja. Aber verkaufen würde ich nichts. Ich habe mir damals was dabei gedacht und es ist jetzt kein Case eingetreten, wo ich sagen würde, um Gottes Willen raus damit. Nö, bleibt drin. To You, vielleicht noch ganz interessant. Da gibt's ja, Bildung, genau. Oder?
voll in die Grütze gefahren, gelangt, auch schön runtergekommen, auch wieder gedacht, billiger Einstiegspreis. Aber mir gefällt das Thema, nicht nur während Corona, ich glaube, das wird auch so bleiben. Die haben unglaublich viele Universitäten, also Zusammenarbeit mit Universitäten, auch Harvard und Co., bieten da sozusagen online Studienabschlüsse, aber auch kleinere Sachen an, irgendwelche Scheine und so. Unglücklich erwischt, wird aber, glaube ich, wieder kommen. Und sind in ihrem Fach, was ich so mitbekommen habe, die Marktführer und wer als Erster dabei ist. Ähnlich wie bei Teladoc, Telemedizin. Mhm. Wer da am Anfang muss Geld ausgegeben werden, der wird nichts verdient. Und wer dann erstmal dasteht als Platzhirsch, ich glaube, der wird profitieren langfristig. Frank, sehr schön. Also wenn wir jetzt mal die Produktauswahl, wenn wir es mal so nennen, finde ich bei dir echt gut. Also gefällt mir gut. Wie gesagt, klar, kann man sich immer vielleicht noch ein paar, aber du hast ja schon Zukunftsaktien durchaus, aber vielleicht, ja, zwei, drei zockige, glaube ich. Du hast ja sonst ein sehr stabiles Depot. Man kann es ja immer so trennen, in, ob man jetzt Core Satellite macht oder, sage ich mal, ein konservatives und ein Zockerdepot, wie man das immer aufteilen will. Also sicherlich ist da vielleicht noch Platz für ein, zwei Manerics, aber sonst finde ich das wunderbar. Danke dir, das hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und großen Respekt, ich glaube auch von euch, ja, seid ihr Frank mal auf jeden Fall ein paar Likes schuldig. Ich glaube, das war heute ein super Auftritt, sehr sympathisch, aber auch sehr kompetent. Da merkt man einfach, dass du ja das gerne schon und vor allem schon lange machst, einiges zu erzählen hast und ja auch vor allem weißt, was du tust. Und das ist toll, dass du das hier präsentierst. Und glaube ich, gerade für die Jüngeren, die konnten da einiges mitnehmen. Und wie gesagt, für deine Geschichte auch größten Respekt. Der alte Mann hat vom Leben erzählt. Sehr gerne. Der alte Mann und die Börse, nicht das Meer. Danke dir. Und auch danke vor allem für deinen Support. Du bist ja schon lange dabei, schaust schon lange Mission Money, kommentierst fleißig. Ja, also bist natürlich auch Teil unserer Erfolgsstory. Ohne Leute wie dich wäre das hier alles nicht möglich. Herzlichen Dank dir. Danke auch. Danke dir, Frank. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.